No, no, I'm just here. Oh, you're staying here. So we'll see you later. One of them, second row, good cut. This is my tummy. Wir sind auf dem Weg zur Werkstatt, um uns einen Eindruck zu schaffen. Und ja, hatten gerade schon ein Gespräch bezüglich des Kaufs der Tux und wie das so alles aussieht. Und ja, ich bin einfach mal gespannt, wie es weitergeht. Hat ja wohl ein bisschen geregnet. Also wir haben jetzt heute den ersten Tag erwischt, wo es mal ausnahmsweise nicht regnet, wie man vielleicht im Hintergrund sieht oder auch gerade vor uns so schön. Es hat ein bisschen Wasser hier auf den Straßen. Es wohl auch, hat wohl ein paar Tage durchgeregnet. YouTube? Yeah. Oh. You have also a Morris Traveler or? You can see it as indiascom.com.
Tim erzählt euch jetzt, wie es gestern gelaufen ist in der Chennai-Garage. Ja, ich habe mir einen Spickzettel geschrieben, damit ich nichts vergesse. Ich hoffe, ihr versteht mich alle ordentlich, weil der Straßenlärm ist noch manchmal ganz schön laut. Wir sitzen jetzt hier gerade in dem wunderschönen Elements Hostel, was zur Chennai-Garage dazugehört. Und genießen sozusagen jetzt einen regnerischen Tag draußen, denn rausgehen ist nicht so viel, die Straßen stehen ziemlich unter Wasser. Vor unserem Hostel hier alleine hat es eine Wasserhöhe von rund 20 cm, wo man dann durchs Wasser wartet. Und wir haben uns von Leuten sagen lassen, die so durchs Wasser gewartet sind, dass draußen die Straßen auch nicht besser aussehen. Deswegen verbringen wir scheinbar den Tag im Hostel. Dass unser Start mit dem Tuk-Tuk dann besser aussehen wird und da nicht ganz so viel Regen ist. Aber wir hatten gestern Glück, weil gestern hat es nicht geregnet. Wir haben das Zeitfenster genutzt, um zusammen mit dem Leiter hier von der Chennai-Garage und von dem Hostel zusammen zum Workshop zu fahren und uns das Ganze mal anzugucken, wie die dort arbeiten, was sie dort machen. Und uns dort mal ein paar Three-Wheeler anzugucken, die da rumstehen, also ein paar Tuk-Tuks. Ja, sehr episch. Also da waren, ich kann euch, glaube ich, später noch zeigen, es gab ein Three-Wheeler, das war das sogenannte Showcar. Da war sogar eine Art Jaguar-Kühlerfigur vorne dran montiert und einklappbare Seitenspiegel. Also das war schon ziemlich stylisch. Hast du das auch gesehen? Da standen einige coole Teile rum, vor allen Dingen, wo mein Blick auch drauf fiel, muss ich ehrlich zugeben, ich war ein bisschen abgelenkt von der Masse an Oldtimern, die da rumstand. wo er wohl demnächst irgendwie eine Classic Car Challenge durch Indien organisieren will, was er da erzählt hat. Was wohl ziemlich cool sein muss am Ende. Also auch Markus hatte erstmal gar nicht so richtig den Blick für die Tuk-Tuks gehabt, sondern vielmehr für die Oldtimer. Das war ein bisschen Ablenkung auch während der Verhandlung. Weil, worum es uns jetzt natürlich ging, war die Frage, kaufen wir da jetzt einen Tuk-Tuk bzw. zwei Tuk-Tuks? Wenn ja, wie sehen die aus? Das war auch für ihn die Frage. Also alles in allem, am Ende ist es Preis, mit dem wir ganz gut leben können. Ja, wir sind mit dem Preis am Ende jetzt vollkommen zufrieden und haben jetzt deswegen dann noch zugesagt, dass wir ihn darauf ansetzen, jetzt das Ganze zu bekommen. Ist allerdings nicht ganz einfach, weil die Viertakt-Tuk-Tuks gibt es noch nicht so lange. Das heißt, viele, die haben, die wollen die doch ganz gerne noch behalten oder fahren die bisher auseinanderfallen. Wir suchen jetzt gezielt nach welchen, die so ungefähr 5 Jahre alt sind. Der Vorteil an den Viertaktern ist, dass die zum einen haben die eine höhere PS-Leistung, die haben 8 PS, das heißt um die 6 Kilowatt. Die Umdrehungszahl ist wesentlich höher, das heißt wir können von der Strecke her mit mehr Steigung zum Beispiel planen. Die sind etwas leistungsfähiger für uns. Der Anlasser ist auch wesentlich einfacher. Diese alten, die Zweitakt-Tuk-Tuk-Dinger, die haben da so einen Hebel an der Seite, den man anziehen muss, damit die Dinger anwerfen. Ja. Die Viertakt-Tuk-Tuks sind komfortabel. Ja, oh Gott, okay. Hast du es noch nicht gesehen? Die haben da links haben die so einen Hebel, wo du dann da ziehen musst, damit du hochziehst. Und dann musst du hier starten mit diesem Drehding da und dann geht das. Ich dachte, das wäre die Handbremse. Nein, die Handbremse ist rechts davon. Ach so, oh mein Gott, das wird lustig. Wenn und die Viertakt-Tuk-Tuks, die sind wesentlich komfortabler, weil die macht es ihr mit so einem netten Knopfdruck an und das ist dann also... So ein bisschen wie ein Roller. Ja, es ist ein bisschen mehr wie ein Roller. Wir sind etwas besser von der Leistung halt her und deswegen können wir von der Strecke her wesentlich leichter planen. Dafür sind sie halt auch preislich etwas teurer und sie sind nicht ganz so einfach zu bekommen. Das heißt, wir haben jetzt mit Princely, heißt der hier, der Leiter von der Werkstatt. Hallo! Hello Princely, we hope you're fine. Wir hoffen also, dass er das jetzt demnächst managen wird, dass er die finden wird, die Dinger. Dass er uns dann Fotos von den Fahrzeugen zuschickt. So ist der Plan. Und dass sobald er sie dann gefunden hat, wir ihm das Geld geben, dass er sie kaufen kann. Wir sind sehr guter Dinge, dass Princely für uns die richtigen Tuks findet. Genau. Ich gucke jetzt noch mal gerade auf meiner schlauen Liste, ob ich noch irgendwas vergessen habe, euch zu erzählen. Ich
wahrscheinlich Engage, Partner, leistungsfähiger, müssen noch organisiert werden, circa 5 Jahre alt. Erst auftreiben, dann überweisen. Ich glaube, ich habe alles erzählt. Ja, also wir waren sehr erfolgreich hier in Chennai. Wir freuen uns riesig auf unsere Tuk-Tuks. Hanuman wird darauf aufpassen. Ja. Wir werden in Sri Lanka noch eifrig nach Tuk-Tuk-Gimmicks schauen, weil viel mehr können wir im Moment noch nicht machen. Wir dürfen uns schon überlegen, was für Farben wir haben wollen. Wir dürfen, wenn wir das denn wollen, uns Designs überlegen und ja. Genau, und drückt uns die Daumen. Schwelge ich ganz mädchentypisch ein bisschen in Tuk-Tuk-Gimmicks, die ich gerne hätte und Farben und Designs und Formen. Wird alles pink garantiert. Pink ohne Ende. Auf keinen Fall. weil um den ganzen Papierkram können wir uns noch nicht kümmern, weil wir haben noch keine Tuk-Tuks. Aber drückt uns die Daumen. Bis bald. Tschüss. Ein kleines Extra noch zum Abschluss dieses Tages. Ich war ja so klug barfuß ungefähr eine Minute, viel länger war es glaube ich nicht, durch den indischen Straßenverkehr zu wackeln. Es regnet, die Welt geht unter, es ist super eklig hier durch das Wasser zu wackeln. Ich muss mal gucken, ob ich gleich irgendwie meine Füße deswegen irgendwie an Hanuman nicht auf mich aufgepasst, weil, ich hoffe man sieht das jetzt hier so ein bisschen. Wartet mal. Ja, ich mache mir jetzt, wie ich das schon angekündigt hatte, vorhin, als ich im Regen stand, ein Desinfektionsbad für meine Füße. Und laut Markus gibt es ja auch eine fantastische Fauna, die Flora.